Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Black Ops 6 Video. Und heute, Mann, heute möchte ich gerne über die Snipers reden. Ich glaube, es wird langsam Zeit. Und zwar haben wir ein Problem, das halt wirklich die komplette Sniper-Community betrifft. Und es ist sogar sehr offensichtlich, da man auch kaum Snipers im normalen Public-Match antrifft. Und kommt mir jetzt nicht mit diesen Camo-Grindern, die nur auf Snipers gehen, damit sie Tarnung freispielen. Ich meine wirklich Leute, die Snipers aus Spaß spielen. Ihr werdet keinen finden, niemanden. Aber dass ich in dem Game mehr Spaß am Tryharden habe als am Snipen, ist wirklich ein First. Und ja, da kommt das unausweichliche Argument auch auf, da man natürlich Probleme beim Scopen, genauso wie beim Flinchen und Dolphin Dive Scopen beim Sniping hat. Aber mal nur allgemein auf Scopen. Und zwar beim Scopen tut man natürlich Schwenken. Und da kann ich nur sagen, was für eine unnötige Zusatzanimation, die keiner braucht. Ich glaube, da können mir alle Snipers zustimmen. Wir wollen einfach ein normales ADS Scopen mit Snipers, ohne viel Drum und Dran, nicht zu viele Animationen. Es soll einfach nur das Wesentliche repräsentieren. Und ich weiß jetzt schon, dass sie das bis nächstes Jahr nicht mal hinbekommen. Weil in MW3 war es so, da hat es ein Jahr gedauert, haben sie das mit den ADS und Scoping verbessert in MW3. Und bei Kodo war es genauso, da hat ein Jahr gedauert, bis sie dann dort auch das Scoping geändert haben und das neue dann zum Standard geworden ist. Hier ist aber das Problem, die Animation beim Reinscopen, dass man den außenrum Schwenker macht, ist sehr unnötig. Es gibt vor allem ein falsches Build-Up, wohin man centert. Aber sobald man natürlich im Scope ist, ist der Centerpunkt auch nicht drauf. Und ja, es gibt dafür einen Aufsatz, dass man natürlich centern kann, aber dann bleibt immer noch mal ein Problem. Der Flinch beim Rückstoß, wenn man angeschossen wird. Wäre der nicht, ich glaube, dann wäre das Game so viel angenehmer für die Sniper-Leute. Und dann würden auch mehr Leute Snipers aus Spaß spielen, nicht nur aus Camo-Grind-Gründen. Ich habe wirklich keinen gesehen, der auf Quickscoping oder Feeden geht. Es gibt nur Leute, die Hardscoping oder sehr lange Dragscopen. Weil um damit gegen Trider zu competen, wo die ARs Zero Recoil haben, genau wie die MPs, du kannst nicht mithalten. Du hast so gut wie null Chancen. Wir haben also drei Main-Probleme, die sich nicht beheben lassen, so auf die kurze Dauer. Obwohl es in den ganzen Jahren easy geklappt hat. Mit der einen oder anderen Engine, es ist vollkommen egal, das System hat immer funktioniert. Aber dass Sniper so einen dermaßen krassen Nerf bekommen, das ist brutal. Und ich glaube, wir brauchen auch keinen ADS-Buff. ADS an sich, muss ich sagen, ist ein positiver Grund. Selbst ohne Aufsätze, die Snipers haben eine sehr gute ADS, genau wie die DMRs. Mein Problem sind nur die unnötigen Animationen, der Flinch und das Centering ohne Aufsätze. Also alle Basic-Fundamente, die das Snipen da legen eigentlich. Ey, es wird komplett der Spielspaß aus der Sniper rausgesogen. Sniping an sich hat keine Seele mehr, Bruder. Versteht mich nicht falsch, es macht dennoch Spaß, auf Sniping-Clips zu gehen. Gameplay-technisch und sowas. Das Zusatzproblem ist halt am Ende dann die SBMM-Lobbys, wo du halt Mates bekommst, die alle negativ gehen und das für mehrere Runden. Ist natürlich eine Sache, aber das war ja bei Cold War und MW3 auch so und da war es nicht mal annähernd so schlimm. Ich denke, dieses Jahr wird auf jeden Fall keine Verbesserung mehr kommen und es werden auch wirklich kaum Leute snipen in dem Spiel. Also der Flinch ist auf nah und fern genauso wie mitten im Visier oder ohne Visier. Es ist komplett das gleiche Problem. Ich habe es probiert, mit anderen Klassen ist es nicht der Fall. Wenn du eine AR benutzt mit Visier, ohne Visier, der Rückstoß ist so dermaßen anders. Du hast 90% weniger Rückstoß. Über 90%. Und wer mir nicht glaubt, probiert es selber. Ganz ehrlich, das ist eine Erfahrung, die jeder für sich machen muss. Attachments sind eine Sache, man kann es verbessern. Genauso wie mit Neffen-Lobbys und sowas. Aber das ist halt wieder eine andere Geschichte. Ich will so ein Spiel spielen, wie es kommt. Ich bin auch über das Jahrzehnt besser geworden durch die Lobbys, die ich so gespielt habe, die ich durch SBMM bekommen habe. Die Leute sind halt mit der Zeit nun besser geworden. Omni-Movement ist halt nun mal ein neues Movement-System, was auch sehr viel in diesem Game beiträgt, was auch sehr viel bei mir in jeder Runde geused wird von Gegnern. Natürlich kassiert man Shots, aber dass man halt kaum hinterherkommen kann mit Sniping auf gegnerisches Omni-Movement, ist halt so dermaßen unattraktiv und deswegen kann ich verstehen, warum so wenige Leute diese Sniper-Klassen spielen. Es fühlt sich an wie eine Bürde. Du snipest in diesem Spiel nicht mehr aus Spaß, sondern du zwingst dich dazu zu snipen und das mag ich überhaupt nicht. Ich hasse Krampf-Sniping in Games. Deswegen habe ich MW3 auch weniger gespielt, weil ich da mit den Settings nicht klar gekommen bin. Und deswegen habe ich Cold War so viel gespielt, weil da das Sniping für mich ab einem Punkt einfach Primetime perfekt war. Genauso wie BO4, BO3, Black Ops 2 und so weiter. Aber ich verstehe halt nicht, warum gleich von Anfang an Scheiße bauen mit diesen Klassen, um Leute zu verärgern, um es dann ein Jahr später dann zu verbessern, kurz bevor das neue COD rauskommt. Ich sage euch, es wird genau so passieren. Und dann werde ich genau diesen Clip reinschneiden. Sniper Buff, endlich gefixt, nach 10 Monaten. Eine andere Sache ist natürlich noch der Delay nach einer Movement-Aktion. Und das habe ich schon in einem meiner Videos erwähnt. Und zwar trotz Attachments haben wir halt immer dieses Problem, dass wir nach einem, sage ich mal, Slide oder einem bestimmten Movement nach dem Sprinten ein Delay zum Schießen haben, trotz
den bestimmten aufsetzen. Es ist wirklich egal, ob ihr das beste Attachment für Sprintschießen drin habt. Natürlich, es bringt ein wenig was, aber dennoch werden Momente kommen, wo ihr einfach dann vor dem Gegner steht nach einem Sprint. Ihr triggert eure Taste, als ging es um euer gottverdammtes Leben und es kommt kein Schuss raus. In eurer Vorstellung war der Gegner schon dreimal gestorben in der Zeit, wo du gehofft hast, dass da endlich mal eine Kugel rauskommt aus dem Sniper. Wird nicht passieren, weil Snipers in diesem Game sehr unkontrollierbar gemacht wurden. Und da komme ich wieder zu dem Punkt von vorhin. Wollte Track das unbedingt so machen, dass es immer einen extremen Sway gibt, wenn man reinscopt und dadurch ist auch für Camo Grinder schwieriger zu machen, auf Headshots zu gehen, um die Sniper-Tarnung zu unlocken. Damit zwingen sie quasi Player, die auf Camos gehen, im Spawn zu hardscopen bei allen möglichen Maps. Oft sieht man das ja auch auf Stakeout bei kleinen Maps. Da gibt es tausende Videos, wo einfach Leute auf dem Balkon chillen und warten, bis dort irgendwelche Leute spawnen und dann hardscopen die einfach weg. Auf mittleren und großen Karten ist halt ebenfalls dieses Ding für neue Player, da sie dazu verleitet werden, dann auch passiv zu spielen. Weil die Snipers halt von Anfang an, egal ob Pro-Player oder nicht, egal ob Neuanfänger oder nicht, du wirst dazu verleitet, in einen längeren Scope zu gehen. Und selbst wenn es nur 2 Sekunden länger ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle so ziemlich mit Spawn die Snipes machen, aber du wirst selten Lobbys finden, wo es aktive Sniper gibt, die pushen. Und wenn ich selten meine, dann meine ich wirklich 1 von 100 Lobbys, so selten. Ich glaube insgesamt in meinen 50 Stunden Spielzeit habe ich mindestens nur 3 Leute getroffen, die eventuell gepusht haben mit Sniper. Also was ich damit sagen will, ein Begriff, unkontrollierbar, egal ob für Pro oder Beginner. Es macht es einfach schwerer zu usen. Warum tut ihr eine Sniper rein, die einfach nicht usbar von Anfang an ist? Warum erst dann nach einem Jahr ein Patch machen, wo dadurch die Snipers gebufft werden? Und das kurz vom neuen Call of Duty. Fragt die Entwickler, die wissen es anscheinend besser. Ich glaube ehrlich, die werden nicht einmal ihr eigenes Spiel spielen. Haben sie nicht. Glaubt ihr wirklich, irgendwer bei Treyarch oder Activision wird snipen? Im Moment sind ja auch gerade die DMRs mega OP. Ich glaube die AER oder AEW war eine DMR, die gerade im Moment mega OP ist. No Recoil, also wirklich kein Rückstoß, One Burst. Und gestern hatte ich davon eine 5-Mann-Party im Gegnerteam. Wie glaubt ihr, habe ich mich geschlagen mit einer Sniper, die im absoluten Nullpunkt ihrer Karriere ist? Ja, nicht so gut. Also eine Menge Luft nach oben. Will jetzt auch nicht sagen, die sollen alle anderen Waffen nerven und Sniper buffen. Ich will nur einfach sagen, die sollen Sniper usbarer machen, angenehmer. Es fühlt sich einfach awkward an zu snipen. Aber BO6 ist gerade das erste Game, wo ich sage, Alter, hier im Competitive gegen Leute mit Omni-Movement und Max-Out-Loadouts zu spielen, die Zero Recoil und 100% Damage machen, mit einer Sniper zu competen, ein Rückstoß von Gottesebene, wenn man keine Attachments dafür hat, das Scoping sich so anfühlt, als wäre man halb betrunken und Autofahrer und trotz Schnellfeuer eine dermaßen lange Nachladezeit pro Kugel hat, wo du denkst, du hast in dieser Zeit zweimal dein Leben gelebt. Ja, es ist sehr gottlos. Deswegen grinde ich auch gerade andere Spiele, aber will trotzdem noch Black Ops 6 spielen, weil ich habe auch mal Spaß daran, aber es kommt halt nur in einer von 20 Lobbys mal vor, genau dann, wenn SBMM gesagt hat, hey, wir haben dich jetzt wirklich vernichtet, hier sammel deine letzten Krümel ein und spiel einfach mit denen, was übrig ist. Ich weiß, ich habe gesagt, ich nehme es so, wie es kommt und geht, aber diese Meinung wollte ich halt unbedingt teilen. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, vor allem die Sniper unter euch. Würde mich gerade wirklich interessieren, was ihr so haltet von den Snipers oder ob ihr gerade aktuell nur tryhardet auch, weil Snipers halt nicht so auf dem Höhepunkt sind. Wir wissen anscheinend noch nicht, wohin mit uns, mit der ganzen Sniper-Community. Sollen wir jetzt aktiv spielen? Sollen wir jetzt passiv spielen? Wie ist das Game jetzt für uns gemacht? Wir sehen es dann, ob sie die Sniper fixen oder nicht. Ich würde erstmal sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, meine Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Peace out, haut's rein, küsst ihr noch ein bisschen, euer Tab.